Namaste und herzlich willkommen, du wunderbare Seele. Möchtest auch du mehr und mehr in deine Kraft kommen, innere Blockaden lösen, deine Urweiblichkeit, die Urkraft der Frau wiederzufinden und in deine Herzenskraft zu kommen, dann bist du genau hier richtig. Mein Name ist Renate Getzele. Und ich betreibe im Münchner Süden ein Yoga-Studio, eine Praxis für physikalische Therapie und gebe dort Workshops und Seminare. So mein Herzenswunsch oder auch mein Ruf, für das ich hierher gekommen bin, kristallisierte sich in den letzten 20 Jahren meines beruflichen Werdegangs immer mehr und mehr dazu heraus, Frauen wieder in ihre Urkraft zu bringen, in ihre Urweiblichkeit. Denn gerade in den letzten Tausenden von Jahren, in diesem patriarchischen Zeitalter, ist uns das immer mehr und mehr verloren gegangen. Und dazu dient schamanische Körperarbeit sehr gut, erstmal Blockaden aufzudecken mit Trance Healing, wo wir deine Spirits rufen und erstmal finden, dich mit deinem Krafttier verbinden, deine geistigen Führer rufen, deine Erzengel, deine himmlischen Begleiter, die ja sehr genau wissen, was in dir vielleicht festsitzt, was transformiert werden möchte, um daran dann körperlich auf deiner körperlichen Ebene weiterzuarbeiten. Mit Yoga, mit Yoga-Techniken, die sehr gut online mitzumachen sind. Und in meinen Yoga-Sessions führe ich dich immer durch die einzelnen Mondphasen, so dass jede einzelne Yogastunde genau diesem Tagesrhythmus des Mondes angepasst ist, um dann mal zu spüren, wie fühlt es sich denn an Neumondtagen, diese Neugestaltung. Auch gebe ich an Neumondtagen immer Frauenkreise, um tja, die Energie der Frau zu stärken mit verschiedenen Themen. Oder leite Seminare, auch im wunderschönen Ungarn, wo sehr viel Natur ist, wo sehr viel Freiheit ist und wo man dann wunderbar ums Feuer sitzen kann und unsere Weiblichkeit zum Vorschein bringen können. Und wenn du dich angesprochen fühlst in einem meiner Kurse oder in einem persönlichen Gespräch oder in einem Trance Healing, in einer Reinigungsarbeit mit mir in Kontakt zu treten, dann melde dich sehr gerne. Die Infos findest du unten. Vielleicht wäre es auch ein guter Beginn, für das neue Jahr jetzt mit den Rauhnächten zu starten, die ja jedes Jahr erstmal am 21. Dezember beginnen mit der Wintersonnenwende, wo dann die dunkelste Nacht ist und die Sonne sich wieder zeigt, ja, und dann ab dem 25. Dezember die Rauhnächte starten, wo jede einzelne Nacht, jeder einzelne Tag einen Archetypen unserer Frau symbolisiert, um auch da mal zu fühlen, zum Beispiel, wie fühlt sich denn die Königin in dir an? Was kannst du zelebrieren, um deine innere Königin wieder aufzuwecken? Vielleicht schlummert sie ja so ein bisschen und vielleicht bist du neugierig darauf. Wie gesagt, dann melde dich gerne oder schau auf meine Homepage. Ich wünsche dir eine wunderbare Adventszeit und schicke dir ein ganz herzliches Namaste.